Die lokale Kunst- und Kulturszene war der Anfang meines künstlerischen Werdegangs. Mit 16 habe ich in der Kapo zum Breaken angefangen und habe dann von da aus international Karriere gemacht. Ich bin dann ganz bewusst zurück nach Oberösterreich gekommen und habe da die Company Silk Flüge gegründet, eine urbane zeitgenössische Tanzcompany. Mit denen haben wir dann Produktionen gemacht, unter anderem in Kooperation mit dem Shakespeare Festival und mit dem Plaza-Spektakel Linz. Und zwar die Kunst- und Kulturvermittlung auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir haben gemeinsam mit dem Verein Elements of Style die Queen und King of Styles Battles gemacht, da in der Stadtwerkstatt in Linz. Dann hat es andere Kooperationen gegeben, unter anderem mit der Oberösterreichischen Landesbibliothek. Und wir haben versucht, das immer weiterzumachen und neue Lösungen zu finden. Damit weiterhin Kunst- und Kulturschaffende und vor allem die freie Szene in Oberösterreich so hochqualitativ arbeiten kann, ist es wichtig, den anstehenden Kürzungen etwas entgegenzusetzen. Das bedeutet, gemeinsam die oberösterreichische Kulturlandschaft zu retten. Und das Erste ist, geht's online, unterschreibst die Petition.